Hey Freunde, willkommen zurück zu Grey Matter. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin heute Morgen, bin ich aufgestanden aus dem Bett, habe einen Kaffee getrunken und habe gedacht, jetzt Grey Matter. Deswegen spielen wir weiter. So, lasst mal schauen. Ein Alice im Wunderland Souvenirladen? Nicht gerade mein Ding. Alice im Wunderland. Souvenirs? Hä? Sollen wir mal mit dem Wachhund reden? Ich glaube, der mag uns nicht. Interessantes Outfit. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass er hier nicht nur herumsteht, um frische Luft zu schnappen. Ach ja, übrigens. Ich bin gerade aus dem Bett gekrochen. Entschuldigt meine Haare und meine Klamotten. Ich habe hier noch mein Schlaf-T-Shirt an oder mein Schlaftop an. Weil ich jetzt einfach so Bock auf Grey Matter hatte, aber keine Lust mir die Haare zu machen. Oder die Mütze aufzusetzen. Ihren Ausweis bitte. Personalausweis? Studentenausweis. Oh. Ach so, den habe ich leider in meinem Zimmer vergessen. Tut mir leid. Nicht so schnell, so lauten nun einmal die Regeln. Schönen Tag noch. Danke. Das habe ich befürchtet. Genau, keine Lust oder Zeit, Haare zu machen und für die Mütze ist es halt einfach zu heiß. Sorry dafür, ich hoffe, es stört euch nicht. Windy Dog hatten wir schon, der hat zu. In vielen Colleges von Oxford sind erst seit dem späten 20. Jahrhundert Frauen zugelassen. The Black Wand? 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 Was heißt das? Schwarze Wand? Nee, wahrscheinlich nicht. Cool, ein Zauberladen. Geh halt rein. Okay, holy shit. Wow. Einsen? Die heißen doch eigentlich Asse und nicht Einsen, oder? Sieht aber nicht wie Harry Houdini aus. Harry? Wer ist Harry? Eine junge Frau, die alleine unterwegs ist, braucht mehr als nur ein paar Tricks im Ärmel. Entschuldigung, ich bin noch voll müde. Sieht aber nicht wie Harry. Kann man das nicht zerschnippeln? Ich würde gern Porträts zerschnippeln. Sieht aber nicht wie. Macht sie aber nicht. Tja, Houdini. Ich kann die Signatur nicht lesen. Keine Ahnung, welcher Houdini das dann ist. You must be 21. 7 und 7 sind aber nur 14. So etwas sollte man vorsichtig angehen. Erstmal sehen, was der Ladenbesitzer dazu sagt. Okay. Seltsam. Und das ist eindeutig das größte Warenregal, das ich jemals gesehen habe. Wieso ist das so schief? Augenfarbenmaske zum Verändern der Augenfarbe ohne Gläser. Soll das gehen? Kunstblut. Der einzige Unterschied zu echtem Blut besteht darin, dass man Kunstblutflecken leichter wieder herauswaschen kann. Was? Besonderes Kartendeck. Das Standardutensil eines jeden Zauberers. Blitzpulverfalle. Wenn die Falle mit den dazugehörigen unsichtbaren Drähten ausgelöst wird, sorgt das Blitzpulver für ein extrem helles Licht. Zerbrechbarer Stab. Dieser Zauberstab lässt sich zerbrechen und im Nu wieder reparieren. What the fuck geht hier ab? Zaubertinte. Echt? Das sieht nicht aus wie Tinte. Das da hinten ist die Tinte. Was ist das? Nix. Zaubertinte. Jeder mit dieser Tinte verfasste Text verschwindet nach einigen Minuten wieder. Boah, ich hatte mal einen Stift, mit dem ist es auch gegangen. Aber erst Monate später. Und ich habe damit mein Telefonnummernregister geschrieben.
Dann hatte ich keine Telefonnummern mehr. Das war creepy. Das war wirklich creepy. Hafthandschuhe. Nee, ich sehe es nicht. Das letzte Wort fehlt. Also, diese Handschuhe sehen zwar vollkommen normal aus, haben aber eine sehr anziehende Wirkung. Jeder Gegenstand bleibt an ihnen kleben oder haften oder so. Ich glaube, haften. Würfel mit vertauschbaren Seiten. Die Seiten dieses Würfels können mit einem unauffälligen Knopf vertauscht werden, damit sie deiner Vorhersage entsprechen. Wie soll denn das gehen? Egal. Zerbrechbarer Stab, den hatten wir schon. Und hier unten ist nichts mehr. Und wieso ist das hier so schräg? So strange. Ausgang. Okay, was haben wir hier? Nichts. Das sind einfach nur Klamotten. Und noch ein Warenregal. Ach du liebe Güte. Fangen wir denn da an? Hier oben ist nichts. Festes Wasser. Wird fest, wenn es mit Salz in Kontakt kommt. Ja? Schredder. Schredderkrachmacher. Dieses Gerät erzeugt ein Schreddergeräusch, wenn man den Knopf auf der dazugehörigen Fernbedienung drückt. Sachen gibt's. Hilferuf. Krachmacher. Dieses Gerät erzeugt einen Hilfeschrei, wenn man den Knopf auf der dazugehörigen Fernbedienung drückt. Hautkleber. Hautkleber zum Festmachen von diversen Kostümerweiterungen. Boah. Diebischer Geldkasten. Alles Geld, das in diesen Kasten gesteckt wird, verschwindet in einem versteckten Bereich. Aber vergiss nicht, es danach wieder zurückzugeben. Das ist cool. Launischer Schachtelteufel. Mit einem kleinen Schalter auf der Rückseite der Schachtel kann man bestimmen, ob der Teufel herausspringt oder nicht. Okay. Das ist auch ganz lustig. Augenfarbenmaske, die hat man schon. Zum Verändern der Augenfarbe ohne Gläser. Falscher Daumen. Wenn man diesen Daumen über den eigenen Daumen steckt und mit Hautkleber festmacht, wird er niemandem auffallen. Igitt. Eine Spinne? Festes Wasser. Wird fest, wenn es mit Salz in Kontakt kommt. Telefonspion. Funktioniert nur bei eingehenden Anrufen. Das sind so Ringe. Okay. Kleiner Magnet. Den brauchen wir bestimmt irgendwann. Besonderes Kartendeck. Standardutensil, das hat man alles schon. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den Magneten bald mal brauchen. Und hier steht übrigens niemand hinterm Tresen. Das ist nur so eine Puppe. Ja, das war's hier. Hier ist kein Verkäufer oder so, mit dem wir reden könnten. Vielleicht kommt er, wenn wir rausgehen. Schauen wir mal. Nö. Blöd. Tja. Merken? Zauberladen. Jetzt kommt wieder das Wichtigste. Ihr wisst Bescheid. Ein dampfender Gulli. Ein dampfender Gulli. Ein dampfender Gulli. Ein dampfender Gulli. So, genug. Carfax Tower Street, WTF. Ah, das ist unser Ausgangspunkt. Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Okay, das war die Corn Market Street. Das andere ist die Queen Street. Dann sind wir hier durch, Freunde. Da können wir jetzt auf die Studentenparty. Boah, das wird cool. Aber wir speichern erstmal. Cool, da sehen wir, wie weit wir schon sind. Ah, immer noch 53%. Von Kapitel 1 wohlgemerkt. Wie kamen wir nochmal... Ah ja, hier. St. Edmund Hall.
Die Originalstatue von Merkur vor dem Christ Church College wurde 1817 von einem Studenten beschädigt und 1928 durch die heutige Statue ersetzt. Das sind so Sachen, die eigentlich keiner wissen muss, oder? Ach du heilige Scheiße, was ist denn das für ein Gammel-College? Und wo brennt's hier? Ach komm schon, was willst du eigentlich von mir? Ich hab doch gesagt, dass ich die Szene mit dir rausschneide. Und das soll ich dir glauben? Bitte, ich winsle, ich weine. Du machst mich echt fertig. Vielleicht überlegst du es dir beim nächsten Mal besser. Das ist mein letztes Wort. Hat die da ein Messer oder eine Zigarette? Ich würde sagen, wir fangen mal am Münztelefon an. Das ist hier am vertrauenswürdigsten. Harvey Kinnaman, Lisa Laubjohne, Helena Bugard und Angela Mulholland. Die haben komische Namen. Da steht eine Nummer. Die wähle ich jetzt mal. Nicht. Es gibt keine Null. Dieses Münztelefon könnte mir noch gelegen kommen. Ich muss mir die Nummer notieren. Musst du das? Ja, dann notier doch mal. Hat sie das jetzt gemacht, oder wie? Hallo? Ich würde gerne die Nummer notieren. Aber ich darf ja wieder nicht. Das Soundlags. Okay. Seltsam. Hintergrundaktionen sind nämlich alle beendet. Soll ich mir jetzt echt die Nummer aufschreiben? Das muss doch die machen, nicht ich. Achso, schauen wir mal ins Tagebuch. Vielleicht hat sie die schon aufgeschrieben. Nee, hat sie nicht. Hä? Muss ich mir die jetzt echt aufschreiben? Das gibt's ja nicht. Oh Mensch, ne? Oh, und das ist früh am Morgen um 12 Uhr. So, jetzt hier mein Büchli. Die helle Seite vom Büchli. 033 weiß ich noch. Was gibt's denn nicht? Wo sind wir hier? St. Edmund Hall. 033. 500. 0130. Immer alles bereit. Dieses Münztelefon könnte... Ja. Dieses Münztelefon... Ja. Danke. So, was haben wir da? Banner. Hier bin ich ohne Zweifel richtig. Hoffentlich kriege ich genug Leute für das Experiment zusammen. Human? Nee. Wie heißt das Ding? St. Edmund Hall. Was heißt das denn? Ups. Keine Ahnung. Man? Ich kann es nicht lesen. Orientation Party. Human? Doch. Welcome? New Students. Was könnte das heißen? Oh, denken. Students? Keine Ahnung, egal. Reden wir mit der alten Dame hier. Hallo? Angela Mulholland ist das. Sie sieht aus wie eine Studentin vom Typ, schüchtern und unschuldig. Könnte klappen. Okay, die sieht aus wie eine alte Dame von hier aus, also von... von nicht gesund aus. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich warte auf einen Anruf. Oh, natürlich nicht. Soll ich gehen? Auf keinen Fall. Du warst schließlich zuerst da. Gesund schaut sie doch aus wie eine Studentin. Ich habe die Party wohl verpasst. Hast du viele neue Leute kennengelernt? Oh, ich bin nur rausgegangen, um ein bisschen Sonne zu tanken. Ich bin kein Erstsemester. Also, ich heiße Sam. Samantha Everett. Angela Mulholland. Ich mag deinen Akzent. Du bist aus Schottland, richtig? Ja, ich bin auf einer schottischen Insel aufgewachsen. Auf einer Insel? Hast du da keine Platzangst gehabt? Überhaupt nicht. Die Insel ist ziemlich groß. Ich konnte sie mit dem Fahrrad umrunden, aber das dauerte fast einen Tag. Cool. Und im Herbst, so wie jetzt, leuchtet dort das Laub so schön. Rot und golden, in allen Farben. Wenn man mit dem Fahrrad durch das Laub fährt, knackt und raschelt es. Das schönste Geräusch der Welt. Von den Klippen sieht das Meer wie eine Herde Wildpferde aus.
Mein Vater hat das immer gesagt. Klingt toll. So schön ist's bei mir leider nicht, also da, wo ich herkomme. Tut mir leid, ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen. Ich muss sowieso noch das Kapitel zu Ende lesen. Okay. Was hat dich nach Oxford verschlagen? Ich habe ein Stipendium bekommen. Du Glückspilz. Oh, mit Glück hat das nichts zu tun, sondern mit Schicksal. Weißt du, hin und wieder passieren Dinge, die wie ein Zeichen sind, dass man etwas anpacken soll. Manchmal scheint man nicht mal eine Wahl zu haben. Oh ja, ich glaube auch an Schicksal. Absolut. Schön. Fährst du oft auf deine Insel? Klingt so, als würdest du deine Heimat vermissen. Ja, das stimmt. Hast du dort viele Verwandte? Oh ja, sehr viele. Die Insel gibt's bestimmt gar nicht. Die bildet sich die nur ein. Dann wäre sie der perfekte Proband für unseren Doc. Was studierst du? Krankenpflege? Du scheinst dir nicht ganz sicher zu sein. Ich habe schon ein paar Mal gewechselt, aber ich will auf jeden Fall irgendwas mit Medizin machen, weil ich Menschen helfen will. Und du? Ich? Ich studiere englische Literatur. Habe ich auch mal belegt. Ich kenne alle Professoren. Gibt es irgendwas, das du wissen willst? Im Moment nicht, danke. Aber falls doch irgendwann, komme ich gern auf dich zurück. Also die ist sehr nett, die alte Dame, die keine ist. Jetzt müssen wir sie nur noch nach diesem Zettel dann fragen. Angela scheint ziemlich leichtgläubig zu sein. Aber mit welchem Trick könnte ich sie reinlegen? Wie gemein. Leichtgläubig. Hä? Das hier ist Sams Zauberbuch. Blättere darin und wirf einen Blick auf diese grundlegenden Zaubertricks. Vielleicht kannst du ja den einen oder anderen davon mal einsetzen. Bewege den Mauszeiger auf die Seite und klicke sie mit der linken Maustaste an. Bewege zum Blättern den Mauszeiger. Okay. Ein professioneller Zauberer muss verschiedene Dinge beachten. Was ist hier los? Zuallererst muss man den passenden Zaubertrick für die Situation aussuchen. Blättere durch das Buch, um den richtigen Trick zu finden. Wenn du ihn ausgewählt hast, musst du dich mental darauf vorbereiten. Überlege dir die einzelnen Aktionen, die du durchführen musst, und gehe sie im Geist einmal durch. Wenn du bei der Aktionsfolge einen Fehler machst, musst du ab der letzten richtigen Aktion wieder neu anfangen. Pass also gut auf, wenn du nicht die Konzentration verlieren willst. Sobald du die Aktion richtig ausgewählt hast, bist du bereit für den Zaubertrick. Ein professioneller Zauberer benötigt nur wenige einfache Grundaktionen. Diese sind: Gegenstand aus dem Inventar in einem verborgenen Körperbereich verstecken. Gegenstand in der Hand platzieren. Gegenstand aus der Hand in Tasche oder Ärmel verschwinden lassen. Gegenstand aus der einen Hand in die andere bewegen. Was? Gegenstand aus der Umgebung nehmen. Gegenstand in der Umgebung ablegen. Gegenstand in der Hand manipulieren. Publikum ablegen. Der Trick bringt in dieser Situation nichts. Das ist kein Trick. Du musst weiterblättern. Der Trick bringt... Der Trick... Wieso blättert sie nicht? Ich glaube... Du musst weiterblättern. Ich glaube nicht. Die Klappe. Ich glaube. Ah, Rechtsklick. Das Geheimnis des verschlossenen Zimmers. Was ist hier los? Der Hase ist geil. Der Trick hierbei besteht darin, einen kleinen ferngesteuerten Krachmacher in Klopapier zu wickeln und unter einer Tür durchzuschieben. Wenn dein Publikum oder Opfer bei dir ist, aktivierst du den Krachmacher mit der Fernbedienung. Das hört sich dann so an, als ob sich irgendjemand hinter der Tür befinden würde. Aber wenn das Publikum bzw. dein Opfer in das Zimmer geht und nachschaut, findet es dort niemanden und jeder amüsiert sich köstlich über den Scherz.